Die Berlinale ist, das wissen Sie alle, ein sehr guter Ort für das iranische Kino, das uns immer wieder verblüfft hat. Es gab auch immer wieder Preise und es schaffen auch immer wieder Regisseure, ihre Filme manchmal unter sehr schwierigen Umständen zu produzieren. Wir haben einen iranischen Film im Wettbewerb übrigens, der wird zum Ende hinlaufen. Und wir haben einen ganz bemerkenswerten Film, der läuft im Forum der Berlinale. Das Forum in diesem Jahr 50 Jahre alt. Und da steht dieser Film, Der Fremde, The Alien, Namo, ganz hervorragend. Ein Film von einem Mann, der schon mit Jafar Panahi sehr viel zusammengearbeitet hat, für ihn auch geschrieben hat. Das ist jetzt sein Film, sein eigener Film, Nada Sai Wa. Hi and welcome. Das war die richtige Auswahl. Und Pune wird für uns übersetzt. Wir haben gerade das große Glück, dass Pune bei uns arbeitet und iranische Wurzeln hat. Also das ist natürlich wunderbar, dass du das für uns machst. Dankeschön, Pune. Aber erstmal zu diesem Mann, zu Namo, also zu dem Fremden. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, weil natürlich für Leute, die jetzt sich nicht so gut auskennen, es ist ein Lehrer, er wird versetzt in eine Gegend dort, die für ihn sehr fremd ist. Er ist der Fremde. Warum ist er der Fremde? Vielleicht können Sie mal, das sind ja drei Sprachen, die da gesprochen werden, uns sortieren, wo wir überhaupt da sind, was das für Menschen sind und wer der Fremde ist. من اول معذرت میخوام دیر کردم داشتم فیلم میدیدم و بودو بودو اومدم یه ذره اگه عرقی نداشتم entschuldigt sich für die kurze Verspätung, sagt er, kam gerade noch aus dem Film und ist ganz schnell hierher gekommen. من باید بگم بهتون که نمیدونم چقدر از وضعیت ایران خبر دارین در مورد اقوام ایرانی. Vielleicht fange ich mal quasi noch mal von vorne an. Ich weiß nicht, wie Sie schon wissen über die Situation gerade im Iran, über die Politik im Iran. در ایران چند تا اقوام بزرگ با هم زندگی میکنن که از نظر فرهنگی و زبانی خیلی با هم متفاوتن. Es gibt im Iran quasi drei Bevölkerungsgruppen, die kulturell und vor allem auch sprachlich sehr unterschiedlich sind. Das erkläre ich jetzt vielleicht dazu noch. Es gibt einmal Farsi sprechen, einige Persisch, dann Kurdisch und dann gibt es Azeri, eine Art von Türkisch, die man im Iran spricht. و الان یکی از مسائل کشور من اینه که این قوم ها با هم متاسفانه با هم تداخل پیدا کردن و یه ذره با هم درگیر هستن. Und gerade gibt es leider die Situation, dass diese verschiedenen Gruppen immer mal wieder in Konflikt zueinander stehen. Turka bishtar dost daran ke 30 million Turk tu Iran zendegi mikone, 8 million hududan Kurd tu Iran zendegi mikone, Baluch, Arab va un vasat ye zare Fars unja hastan va zaban rasmi keshvar ham ke Farsie. Genau, es gibt dort die Bevölkerungsgruppe der Azeri, also die sprechen Türkisch, um die 30.000, dann sind Kurden da auch und eben eine kleine Gruppe, die Farsi spricht, in dieser Region im Norden. الان متاسفانه آن چیزی که در زیر متن جامعه ایران وجود داره خطریه که برخورد و در حقیقت دعوای این اقوام ممکنه برای کشور ایران به وجود بیاره و یک بارچگی کشور رو از بین ببره. Und die Schwierigkeiten, durch die das Land gerade geht, auch die Bevölkerung gerade geht, können bringen mit, dass diese Konflikte natürlich noch verstärkt werden und dadurch größer werden. یعنی من از بمب اتم اینو بیشتر خطرناک‌تر میدونم برای ایران به خصوص این اواخر که خیلی سفر میکنم به شهرهای مختلف اختلاف فرهنگی خیلی زیادی هست بین اقوام ایرانی. Und für mich ist das auch das größte Risiko, dass nicht die Atombombe, vor der so viele Menschen Angst haben, sondern der Konflikt, die Zerrissenheit im Land selbst ist die größte Gefahr. Davon erzählt ja auch der Film. Aber zu welcher Gruppe gehört jetzt dieser Lehrer? Wer ist er, woher kommt er und wie fühlt er sich da? Warum fühlt er sich da so fremd? معلم یک کرده که الان اومده بین ترک‌ها. Der Lehrer, der ist kurdisch, genau, und kommt jetzt in diese türkische Region. شما توی فیلم میبینید که کردها با ترک ها اول فیلم خیلی خوب دارن زندگی میکنن. یعنی یک کرد نون میخره و به خونه ترک ها میبره و ترک ها برای تولدشون کرد رو دعوت میکنن. Und der Film beginnt eigentlich sehr freundschaftlich, sehr kollegial. Es gibt die Situation, wo Brot gekauft wird, das wird dann der Familie übergeben und eine sehr freundschaftliche Situation. ولی وقتی یک ماشین بین اینا قرار میگیره همه چیز به هم میریزه. Und dann reicht schon ein Auto, also ein Zweifel, um das zu entreißen. Dieses Auto ist ganz wichtig, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil das ein wichtiger Punkt ist. Aber
Und jetzt ist die Frage, was dieses Auto bedeutet. Genau, genau, das ist der zentrale Punkt. Aber ich wollte noch kurz was sagen zu diesem Lehrer. Der wird gespielt von Bhaktiyar Pandey. Die Figur heißt auch so ähnlich. Und ich war sehr beeindruckt von ihm. Er spielt das ganz verhalten. Er ist ein sehr trauriger, melancholischer Mann, hat eine wunderbare Familie übrigens. Und er nimmt seinen Beruf so ernst. Also ich finde, wie du ihn zeigst, ist das ein Lehrer, den hätte man gern. Weil er tatsächlich den Kindern was beibringen will, gegen alle Schwierigkeiten, auch politischen Schwierigkeiten, die deutlich gezeigt werden im Film. Übrigens ganz erstaunlich deutlich. Also es ist offenbar auch für dich so ein Idol eines Lehrers, wie man ihn sich wünscht, weil er es so ernst nimmt? Das ist ein Adam Bozorgi. بله 100 درصد یعنی من اگر شخصیت اصلیمو دوست نداشتم که نمیتونستم این فیلم رو بسازم خیلی دوستش دارم. Ja, es ist eine Figur, die ich sehr sehr gerne mag, deswegen habe ich sie auch so geschrieben und ohne ihn würde der Film auch nicht so funktionieren. Und ist das ein Schauspieler, also den man jetzt auch kennt zum Beispiel, weil er genauso heißt wie die Figur? Er heißt so wie die Figur, ne? Na, man اون بازیگر بزرگی نیست، کارگردان تئاتر توی کردستان و تئاترای کردی کار میکنه. من رفتم از کردستان اونو پیدا کردم. بازیگرای دیگه همونم که هستن همشون لوکال هستن. هیچ کدوم بازیگر مطرحی نیست و بقیه هم خود آدم‌ها هستن، بازیگر نیستن. Es sind tatsächlich alles Laiendarsteller und der Hauptdarsteller ist Regisseur am Theater und dort hat er ihn dann getroffen und genau, er und die anderen Darsteller kommen auch aus der Region. Erstaunlich, wirklich, muss ich sagen. Jetzt haben wir ja diese Geschichte, du hast es schon angedeutet, und das gibt eine ungeheure Spannung. Also dieser Lehrer ist da für seine Schüler, es fühlt sich trotzdem natürlich sehr fremd, aber es steht immer dieses Auto da und das denkt man natürlich sofort an DDR oder Stasi, da sitzen mal so Männer drin und das verändert die ganze Situation. Keiner weiß, wer sind diese Männer, manche versuchen sich mit denen sogar anzufreunden, zu sprechen. Für ihn ist es eine ungeheure Provokation. Und das fand ich interessant, weil es zeigt ja, dass irgendwie jede Figur da auch sich irgendwie schuldig fühlt. Er hat sofort ein schlechtes Gewissen, obwohl er gar nichts getan hat. Das ist etwas, was die auslösen, also vielleicht auch ein Verweis auf den Zustand des Landes, in dem sich jeder irgendwie bedroht, vielleicht aber auch schuldig fühlt. Ich fand das ein erstaunliches Symbol übrigens. متاسفانه بله. برای ایرانی ها معلومه اون ماشین کیه. شاید برای شما مثلا توی کشورهای خارجی درکش ذره مشکل باشه. ولی تو ایران خیلی ساده میشه حد زد که اون ماشین کیه. شاید هم کاری به کار کسی نداره، فقط نظارت میکنه. ولی متاسفانه همیشه ایرانی ها وقتی توی پیاده رو میرن همیشه به پشت سرشون نگاه میکنه. Ja, als Iraner, als Iranerin weiß man, wer da in dem Auto sitzt. Das weiß man vielleicht nicht, wenn man nicht im Iran lebt, aber für uns alle ist das klar. Und wir haben uns auch irgendwie daran gewöhnt, selbst wenn sie nichts tun, selbst wenn sie nur da sind, wissen wir, sie sind da. Und wenn wir durch die Straßen gehen, ist der Blick automatisch da, ob jemand noch folgt. Und jeder, der den Film sieht, aber ich glaube auch bei uns, es ist das Universelle an diesem Film, wird verstehen, was damit gemeint ist. Also auch wenn du jetzt sagst, für die Iraner ist das ganz klar, für jeden anderen auch, jeder versteht das. Jetzt gibt es ja als Gegenbild, so habe ich es empfunden, zu dieser permanenten, auch diffusen Bedrohung eine wunderbare, das habe ich schon angedeutet, Familie, von der du erzählst. Also die Szenen zwischen Vater und Sohn sind so zärtlich, so innig, das gehört auch zu seiner Figur, dass er so ein warmherziger Mensch ist, dass man immer dachte, die Familie ist hier wirklich ein Schutzraum gegen die Bedrohung, die Willkür auch von außen. ارثیه که این معلم برده از گذشتش و من فکر میکنم که همه ما همون دیالوگی که توی فیلم هست هیچ وقت گذشته آدم ها فراموش نمیشه. من فکر میکنم که همه ما چه توی ایران یا چه توی خارج بالاخره هر چیزی که امروز میکشیم باریه که از گذشته با خودمون حمل کردیم. این رو خواستم تصویری کنم توی فیلم، برای همین همش پدرشو میگیره کولش، این گذشتشه که میگیره کولش و نمیتونی بگی من امروز هیچ کارم، کتکش گذشترم ممکنه امروز بخوری. Der Vater ist vor allem eine sehr wichtige Figur, weil er die Vergangenheit darstellt, die immer da ist. Also ist quasi die körpergewordene Vergangenheit, er trägt sie. Sie ist auch also körperlich richtig auf ihm und sie ist immer dabei und immer Abbild von dem, was mal passiert ist, die Geschichte eben, die immer da ist. Das ist auch präsent in dieser Familie, ganz klar, noch dazu, wo er sich so fremd fühlt. Aber letzte Frage noch, Jafar Panahi, den ich schon erwähnt habe, der natürlich der Berlinale sehr verbunden ist, der nicht reisen darf, der im Grunde auch nicht arbeiten darf im Iran, hat am Drehbuch mitgeschrieben, er hat auch beim Schneiden geholfen, habe ich mir sagen lassen. Ist er denn eigentlich ein guter Mentor? Was kann man von ihm lernen? Tajribe kar kardan ba Jafar Panahi.
من با جعفر پناهی 5 سال پیش آشنا شدم. Ich habe Jafar Panahi vor 5 Jahren kennengelernt. Jafar Panahi چون نمیتونه خارج از کشور بره. Und er kann zurzeit das Land nicht verlassen. Er hat eine یکی از کاراش اینه که داخل ایران همش سفر میکنه. Und jetzt ist quasi eines seiner Hobbys oder Aufgaben geworden, innerhalb des Landes viel zu reisen. صبح میره فرودگاه و اولین بلیتی که صادر میشه میگیره و براش مهم نیست کدوم شهر بره. Er geht morgens zum Flughafen und nimmt das erste Ticket, das er bekommt und fliegt einfach irgendwo hin innerhalb des Landes. 5 سال پیش یه بلیت برای تبریز گرفت از شانس من. Und vor 5 Jahren hat er ein Ticket nach Tabriz gekauft. شهری که من توش زندگی. Und das ist die Stadt, aus der er kommt. و توی یه قهوه خونه یه دفعه دیدم جعفر پناهی نشست. Und wir haben uns in so einem Teehaus dann getroffen, da saß er. رفتم باش نشستم دوستی ما شروع شد. Ich habe mich dann zu ihm gesetzt und so begann die Freundschaft. بعد دیگه به من یک داستانی تعریف کرد، گفت که میخوام اینو فیلم نامش بکنم. Und dann hat Jafar Panahi ihm eine Geschichte erzählt und das war dann auch das Drehbuch quasi. 6 ماه با هم گشتیم توی روستاهای ایران و فیلمنامه سرخ تریفیس نوشته شد. Ah, genau. Sie sind dann durchs Land gereist, 6 Monate, und dann ist der Film Three Face entstanden daraus. Also 3 Gesichter, der Film, der in Cannes lief, glaube ich, ne, im Wettbewerb von Cannes. Also insofern ist das auch eine Gemeinschaftsarbeit dieser beiden bedeutenden iranischen Filmkünstler, hier zu sehen im Forum der Berlinale. Und ein in der Tat persönlich sehr anrührender Film, weil diese Geschichte so zärtlich ist. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein Film, der erstaunlich viel und sehr offen über die Lage im Lande berichtet. The Alien, Namo. Nächste Vorführung am Mittwoch um 19.30 Uhr im Kolosseum 1. Wir bedanken uns sehr herzlich beim Schöpfer dieses Werkes. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Nada Saiva. Thank you so much. Thanks.